Hallo Thorsten, cool, dass du heute bei unserem Business Real Talk dabei sein kannst. Wir möchten gerne mit dir einen Blick hinter die Kulissen von Carbonauten werfen und so ein bisschen mehr darüber erfahren, welche schwierigen Situationen ihr gemeistert habt, was ihr daraus für euch lernen konntet und auch welche Erfolge ihr feiert. Doch bevor wir tiefer einsteigen, erstmal zu dir. Thorsten, du bist Unternehmer, Visionär, Produktdesigner, du bezeichnest dich selbst als Träumer und du bist Papa von 5 Kindern. Wie erklärst du denn? Den Kleinsten kann ich noch nicht so viel erklären, da reicht Kika nicht aus. Und der Große arbeitet bei mir, der Zweite wird wahrscheinlich als KIT-Ingenieur irgendwann mal zu uns kommen, hoffe ich. Und die Dritte, die weiß noch nicht genau, was sie machen will. Letztendlich ist es etwas, was ich mir selbst erklären muss. Ich habe ja mit dazu beigetragen, dass wir eine Situation haben, in der die Gesellschaft und der Planet heute ist. Da fühle ich mich genauso verantwortlich. Ich muss letztendlich für mich lösen. Also wie kann ich eines Tages abtreten mit einem einigermaßen guten Gewissen? Man spürt jetzt die Klimaeskalation, dass mal der Garten braun wird. Ja, das ist unangenehm. Und wir haben das dann runtergebrochen. Ich habe das dann eigentlich runtergebrochen auf das Thema: Bio muss billig werden für alle. Unsere Produkte, die führen dazu, dass wir tatsächlich CO2 speichern. Aber den Leuten ist es unterm Strich 90% der Leute, die haben da gar keinen Bezug dazu. Und deshalb ist unser Hebel eigentlich der, dass wir eine hohe Qualität an regenerativen Produkten, sei es Lebensmittel, Materialien oder Energie, eine hohe Qualität und zu niedrigen Preisen offerieren. Also wir müssen unter den konventionellen Preisen liegen und das schafft das Carbonautensystem. Mega interessant. Und jetzt haben wir ja gehört, was du Cooles machst und sehen aber gar nicht, durch welche Täler du vielleicht auch gegangen bist während dieses ganzen Prozesses. Kannst du vielleicht mal eine Story mit uns teilen, die für dich so richtig mies gelaufen ist? Ein Tal war wahrscheinlich die Pandemie, weil sich durch die Pandemie und die Auswirkungen auf die Lieferketten die Anlage, die wir jetzt mit 3,6 Millionen Euro finanziert haben, über unsere Mitgesellschaft, über so ein SPV, hat sich natürlich zum einen zeitlich wahnsinnig verzögert. Eigentlich hätten wir vor 2 Jahren schon in Produktion gehen sollen. Jetzt war der Termin der Februar, da hat es jetzt wieder aufgrund der Pandemie, aufgrund der wirklich zusammenbrechenden Lieferketten eigentlich komplett verändert. Wir haben plötzlich Preissteigerungen von 100% gehabt. Und das ist bei einem Startup brutal. Gleichzeitig haben wir Personal aufgebaut. Einige davon ausgingen, im Februar starten wir. Jetzt habe ich 50 Leute auf der Payroll, was natürlich eine Riesenherausforderung ist, weil wir ja nicht irgendwie dick ausgestattet sind. Also das war sicherlich eine schwierige Zeit, das alles zu strecken. Das ist schon sehr anstrengend. Es gibt vielleicht eine Situation, die kann man als negativ sehen. Ich habe es aber als positiv gesehen. Da stehst du ab und zu mal, so 3 Jahre her, in der Supermarktkasse oder ja, und stehst da und die Karte funktioniert nicht. Und dann ist das vielen ist das unangenehm, mich hat das nur eher motiviert. Ja, sagen, ich lasse mich da nicht unterbuchen. Ja, der Vorteil von dieser Hartnäckigkeit und diesem Durchhaltevermögen, wir mussten wirklich teilweise, was, das kannst du dir nicht vorstellen, mit keinem Geld auskommen zu müssen. Also nicht nur privat, sondern auch in der Firma. Gleichzeitig hast du ein 3,6 Millionen Projekt. War einfach, dass wir nach wie vor halt 81% der Firma haben, die mittlerweile einen hohen Wert hat. Ja, dann auf jeden Fall krass, dass ihr trotzdem während dieser Zeit so dran geblieben seid. Was hat dich denn dann da motiviert, dran zu bleiben? Weil du hast jetzt beschrieben, während Corona war es eine total zähe Phase. Und was war der Beweggrund? Wieso bist du dann dran geblieben? Also also auch der Christoph, ja, wir haben gleiche Anteile, wir haben einfach eine grundsätzlich sehr soziale, solidarische Haltung. Ja. So, es ist nicht das Finanzielle, sondern die Idee, dass über das Carbonautensystem, das wir auch gerne anderen zur Verfügung stellen, damit es groß wird, eben etwas tatsächlich verändern zu können. Und zwar nicht nur die Gesellschaft an sich, sondern auch Geschäftsmodelle. Wir müssen an wie Bayer oder Monsanto oder wie sie alle heißen, wir machen das jetzt gerade mit Nestlé, da klappt es. Weil wir haben etwas, was die nicht haben. Wir haben die Technologie, das Wissen, die Produkte und die haben das Geld, die haben die Macht, den Zugang zu den Märkten. Und jetzt könnte man versuchen, das alles so ganz Robin Hood-mäßig alleine zu machen oder man ist klug und sagt, ich mache meine Gegner ja, zu Verbündeten. Ich biete denen an, pass auf, du kannst dein Geschäftsmodell verändern. Du musst es nämlich tun, weil die Greta Thunberg-Generation, A, als Konsument, aber auch B, als Mitarbeiter, wird dein Geschäftsmodell in Zukunft in Frage stellen. Weil du machst die Welt kaputt. Ja?
Du hast das 50, 60, 70 Jahre lang gemacht. Das hat super geklappt. Du bist riesengroß. Du hast Erfolg gehabt. Aber der Planet, die Gesellschaft ist an ihrem Limit. Das heißt, der Glaube an euer Produkt und an das, was ihr bewegen könnt, hat dich dazu motiviert, dran zu bleiben und durch diese harte Phase zu schreiten. Du bringst es auf den Punkt, das hätte ich antworten müssen, was du mir gerade sagst. Nein, es ist einfach die Freude. Es ist natürlich, wir sind unheimlich neugierig. Wir sind so richtige Abenteurer. Das macht irre Spaß. Mhm. Wir machen viele Versuche. Die meisten gehen gut, manche gehen schief. Das ist auch nicht schlimm. Also gehört eben auch dazu. Wir sind halt keine Kaufleute, die jetzt in Risikomanagement denken. Das ist doch was. Jetzt hast du uns ja gerade einen Einblick gegeben, welche Erfahrungen ihr als Unternehmen sammeln konntet. Was möchtest du denn daraus anderen Menschen mitgeben? Als bestehender Unternehmer glaube ich, dass man über sein eigenes Geschäftsmodell nachdenken muss. Ja, transformieren. Für die geht es ja viel mehr. Als Arbeitgeber eines Tages nicht mehr die Leute erreichen werde. Ich brauche. Die sagen, mit einem alten Geschäftsmodell du denkst genau dazu bei. Also ich muss ja auch in der Lage sein, mal über den Talent hinauszugucken, perspektivisch zu denken. Zwar nicht nur in meinem Markt, sondern es ist ja alles so bunt, das macht uns ja die Natur vor. Wir denken, wir müssen abgekommen, wir haben unseren Spitzenmarkt und unseren Fokus. Das stimmt so nicht. Weil für sich gesehen, ertragsmäßig ja, aber es sind eben, wir befinden uns selber in einer Umwelt als Unternehmen. Ja. Und wenn du jetzt noch einen Wunsch wie Carbonauten frei hättest, was braucht ihr noch? Was würdest du gerne noch als Need für unsere ZuschauerInnen weitergeben? Also ich habe immer ein Ziel, dass Carbonauten geliebt wird. Wirklich, dass die Marke der Carbonauten mit dem Gänsehautmoment verbunden ist. Das ist total schön. Ja, so ein Seesack, da steht drauf Foxy und so, ja, das ist ein total provokativ, plakativ. Fridays for Future, hier das sagenhaft, wir haben da jetzt aber die deutsche Umwelt und so weiter. Was hat etwas damit zu tun, war ein emotionales Moment, weil dann kriegen wir Verständnis, dann interessiert sich, dann kriegen wir tolle Mitarbeiter, also es geht nicht um Geld oder sowas. Gerade auf der pragmatischen Seite, wir sind gerade auf der Einsammlung weiteren Kapitals, ist dann bis zu 100 Millionen Euro sein, was wir aber nur als Fahrzeug sehen, um das Hauptnahrungssystem allen Menschen zur Verfügung zu stellen. Ja, cool, Thorsten. Vielen lieben Dank für deine Zeit, für das Interview und ja, wir sind natürlich gespannt, wohin die Reise bei euch geht und wünschen euch ganz viel Erfolg bei der Umsetzung eurer Vision.